Hallo und willkommen zu einem neuen Video von mir. Wie ihr seht, bin ich wieder mal auf meiner Baustelle. Das heißt, ich renoviere immer noch mein Büro, mein Atelier und möchte euch heute einfach wieder mal etwas auf den neuesten Stand bringen und dass ihr mich vielleicht nochmal heute bei der einen oder anderen Aktion begleitet. Was liegt heute an? Ich kann euch ja mal hier so einen kleinen Rundumblick geben. Wie ihr seht, habe ich meine Innenwände schon soweit geschlossen und kann jetzt hier weitermachen. Ihr seht, es hat schon eine schöne Form angenommen. Was habe ich jetzt hier alles schon gemacht? Das ist ganz einfach erklärt. Ihr habt es ja in den anderen Videos gesehen. Ich habe hier sehr krumme Wände gehabt. Ich habe die Außenanlage schon soweit fertiggestellt, dass ich außen etwas die Wände gedämmt habe, habe außen gespachtelt mit Gewebe und bin jetzt hier an den Innenarbeiten, denn es wird ziemlich kalt draußen. Ich kann draußen nichts mehr machen. Also habe ich jetzt hier innen meine Wände gestellt. Ich habe Vorsatzwände gestellt, also Leichtbauweise. Das heißt, ich habe eine Dampfsperre auf die Wände aufgebracht. Das heißt, eine kleine Luftschicht habe ich eingeplant, habe eine Dampfsperre aufgebracht. Ihr habt es ja auch in einem Video gesehen, wo ich hier oben die Decke geschlossen habe. Dort habe ich auch eine Dampfsperre aufgebracht. Diese ist hier durchgehend mit der Dampfsperre in den Wänden verbunden. Und vor dieser Dampfsperre habe ich dann eine Leichtbauwand aufgestellt. Das heißt, ich habe ein Ständersystem aufgestellt, ca. 5 cm stark aus Metall. Und auf dieses Ständersystem habe ich OSB-Platten aufgeschraubt und aufgeklebt. Dieses habe ich gemacht, um die Stabilität zu erhöhen. Ich nehme euch einfach mal zu einer solchen Wand mit. Und ihr seht, diese Wände sind äußerst massiv. Hier kann ich auch mal was richtig Schweres dranhängen, ohne dass gleich die Wand einstürzt. Also man kann auch mal richtig dagegen treten, dagegen schlagen und schlägt hier kein Loch rein, wie es bei diesen Standard-Gipskarton-Wänden passiert. Auf diese OSB-Platten habe ich, wie ihr hier seht, nochmal die Firma Zellplatten aufgebracht. Diese sind auch verschraubt und verklebt. Das heißt, auf die USB-Platten und auch nochmal hier untereinander sind sie auch mit dem von Firma Zell vorgegebenen Kleber verklebt. Somit habe ich eine sehr stabile Oberfläche. Ihr wisst, ich baue meistens sehr massiv und ich baue eigentlich auch für die Zukunft. Das heißt, ich möchte hier in den nächsten 30 Jahren nichts mehr machen. Dementsprechend habe ich mich dazu entschlossen, da ich auch noch Material von außen übrig habe, das Spachtel Material von außen für hier innen zu verwenden. Das heißt, ich habe hier schon mal eine Wand fertig gemacht. Ihr seht, diese ist komplett verspachtelt und ich habe sie nicht nur einfach so verspachtelt, wie ihr das von Gipskarton oder Thermazellwänden kennt. Nein, ich habe die Spachtelmasse aufgebracht, wie ich es außen aufgemacht habe, habe hier dieses Gewebe mit eingebracht und habe das dann auch nochmal überspachtelt. Somit habe ich hier nochmal quasi einen Unterputz mit Gewebe auf meinen Firmazellplatten und somit wird hier garantiert nie wieder irgendwas reißen. Ihr seht, das Ganze geht natürlich auch über alle Kanten, über alle Ecken. Das Gewebe ist durchgängig und somit habe ich doch eine hohe Qualität hier verbaut und hoffe, dass ich lange Freude an den Wänden haben werde. Diese Variante oder diesen Unterputz werde ich jetzt hier natürlich auf den anderen Wänden auch noch auftragen. Ich mache das immer segmentweise, das heißt Wand für Wand. Ich bin ja auch nicht der Profi im Putzen. Das dauert bei mir doch ein paar Minütchen länger. Das heißt, ihr könnt mich heute dabei begleiten, wie ich hier diese Wand auch nochmal verputze und das Gewebe einbringe. Nachdem ich das gemacht habe, lasse ich das abtrocknen, schleife das alles nochmal, verspachtel es und dann wird es einfach nur weiß überstrichen oder vielleicht tapeziere ich es auch und habe dann so meine fertige Wand erstellt. Aber was erzähle ich hier? Begleitet mich doch einfach etwas hier bei diesen Arbeiten. Das heißt,
Spachtel, kann man eigentlich sagen. Ich habe hier überall mein Gewebe eingelegt. Wichtig, was ich vorher noch vergessen habe, bitte unbedingt vorher die Wand mit den dafür geeigneten Grundierer grundieren. Was genau ich hier verwendet habe, möchte ich nicht sagen, weil ich nicht unbedingt hierfür Werbung machen möchte. Aber wie ihr seht, es hat wirklich hervorragend geklappt. Ich war jetzt nicht ganz so schnell. Ich habe mal auf die Uhr geschaut. Es hat knapp 2,5 Stunden gedauert, diese Wand hier zu putzen. Weiß ist verheerend langsam, aber ich bin kein Profi hierbei. Und ich habe selber gemischt, ich habe das Gewebe selber zugeschnitten, ich habe alles allein gemacht. Ich habe mit Leiter teilweise geputzt, mit so einem kleinen Stehgerüst, ihr habt es ja gesehen. Und das erschwert natürlich die ganze Geschichte extrem. Wie ihr seht, die Wand ist kerzengerade geworden, also es hat sich wirklich gelohnt. Ich würde sogar sagen, das könnte ich schon bald als Endputz verkaufen, so schön gerade, wie das geworden ist. Da oben habe ich noch mal kurz reingehackt, ein bisschen lassen wir jetzt so, schleife ich dann mal mit Schleifpapier drüber und überspachtel noch mal die wichtigsten Stellen und dann kann ich die ganze Geschichte, nachdem ich sie noch mal grundiert habe, streichen. Wie gesagt, ich kann euch auch noch mal die Ecken hier zeigen. Die Ecken habe ich so gelöst, ich habe hier keine speziellen Profile verwendet. Ich habe hier einfach das Netz umgelegt und habe es richtig schön mit der Kelle hier in die Ecke hineingedrückt und hier kann ich dann auf der Wand dann weiter arbeiten, weiter putzen, weiter hier meine Spachtelmasse aufbringen und habe dann hier meinen Gewebeanschluss. Somit reißt dann auch meine Wand, mein Putz in der Ecke nicht. Wie gesagt, das Endergebnis ist top geworden. Ich bin sehr zufrieden mit meiner Arbeit und so werde ich jetzt dann nach und nach hier meinen ganzen Raum fertigstellen und dann eventuell dann auch mit dem Streichen beginnen, sodass ich hier mal langsam zügig vorankomme und dann endlich bald mal einziehen kann. Falls ihr hier noch irgendwelche Anmerkungen oder Kommentare habt, schreibt sie doch bitte unten in die Kommentare. Ich freue mich immer, wenn mir hier noch einige Tipps gegeben werden oder irgendwelche konstruktive Kritik hier reingeschrieben wird. Denn wie gesagt, ich bin kein Maler, ich bin kein Putzer, ich bin gelernter Schmied, gelernter Metallbauer. Und dafür habe ich doch ein recht gutes Ergebnis abgeliefert. Denn solche Arbeiten mache ich vielleicht alle 4, 5 Jahre ein oder zweimal. Und wie ihr gesehen habt, es ist wirklich sehr einfach auch selber hinzubekommen. Man braucht hier keine Angst zu haben und kann sich hierdurch auch eine Masse Geld sparen. Denn wenn ich hierfür einen Handwerker holen würde, würde ich doch ganz schön hinblättern. Und das habe ich hier alles alleine gemacht. Und das Schöne dabei, es hat mir auch noch Spaß gemacht. Es war eine schöne Freizeitbeschäftigung für mich. Und ich habe auch, wie gesagt, jetzt für die Wand hergehört, habe ich halt 2,5 Stunden gebraucht. Trotzdem war es schön, ich habe ein bisschen Musik dabei gehört und dann auch mal eine kurze Mittagspause hatte ich ja auch noch drin. Diese habe ich vergessen mit einzurechnen. Und das hat also ziemlich gut geklappt. Aber ich möchte euch nicht zu lange aufhalten. Ich sage hiermit Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ach ja, und wenn euch natürlich das Video gefallen hat, gebt mir doch bitte nochmal einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal oder klickt, wenn möglich, auch noch auf die Glocke, wenn ihr weitere Videos von mir schauen wollt. Ich sage mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Marc auf YouTube.